Grüner Tee. Jeder kennt ihn und hat ihn wahrscheinlich auch schon mal getrunken. Doch dieser Tee ist nicht nur gut, wenn man krank werden sollte, er kann weitaus mehr. Dank seiner einzigartigen Inhaltsstoffe gehört grüner Tee zu den wohl gesündesten Getränken der Welt. Eigentlich ist es nichts Neues. Grüner Tee wird schon seit Jahren wegen seiner gesundheitlichen Wirkung in den Himmel gelobt. Doch was ist dran? Kann eine Tasse grüner Tee wirklich unser Leben verlängern? Seine belebende Wirkung wird von vielen Teefans sehr geschätzt. Doch ganz besonders punktet grüner Tee durch seine zahlreichen gesundheitlichen Vorteile. Welche positive Wirkung Grüntee auf unseren Körper hat, erfährst du in diesem Video. Doch bevor wir damit beginnen, würden wir uns noch freuen, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst. Denn so unterstützt du uns dabei, in Zukunft noch viele weitere tolle Videos hochladen zu können. Nummer 1. Unterstützt das Gehirn. Durch das Koffein im Grüntee fühlen wir uns wach und klar. Denn Koffein blockiert im Gehirn die Rezeptoren für einen Neurotransmitter namens Adenosin. Mit einem deutlichen Effekt. Wir fühlen uns fit und unsere Müdigkeit wird zeitweise unterdrückt. Gleichzeitig steigt die Konzentration der Neurotransmitter Dopamin und Noradrenalin, was eine stimmungsaufhellende Wirkung hervorruft. Nummer 2. Reich an gesundheitsförderlichen Stoffen. Nur ein langweiliger Tee? Weit gefehlt. Grüner Tee ist reich an sekundären Pflanzenstoffen, die gegen viele Krankheiten eine unterstützende Wirkung haben. Am bedeutendsten sind die sogenannten Katechine. Katechine sind Bitterstoffe aus Pflanzen und im Grüntee bestehen 30-40% der trockenen Blattmasse aus ihnen. Aufgrund ihres hohen antioxidativen Potenzials bringen Katechine viele gesundheitliche Vorteile mit sich und können unter anderem bei Übergewicht und Diabetes helfen. Nummer 3. Kurbelt die Fettverbrennung und Leistungsfähigkeit an. Schon seit vielen Jahren wird grüner Tee in konzentrierter Form als Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Er soll die Fettverbrennung ankurbeln und so die Pfunde purzeln lassen. Tatsächlich bestätigen einige Studien diese Behauptung. Bei einigen Teilnehmern zeigte sich ein Anstieg des Energieumsatzes und eine bessere Mobilisation des Körperfetts. Ob nun grüner Tee den Stoffwechsel wirklich ankurbelt, ist jedoch nach wie vor umstritten. Einige Studien zeigen einen positiven Effekt, wo andere keine Wirkung feststellen können. Nummer 4. Senkt das Risiko von Diabetes Typ 2. Wenn der Körper gegen das Hormon Insulin unempfindlich wird, gelangt der Zucker vom Blut nicht mehr in ausreichendem Maße in die Zellen. Diese Insulinresistenz kann sich zu einem Diabetes Typ 2 entwickeln. Grüner Tee kann die Insulinsensitivität verbessern und den Blutzuckerspiegel senken. Eine Meta-Analyse von 18 Studien zeigte, dass der regelmäßige Konsum von koffeinhaltigen Getränken wie grünem Tee oder Kaffee das Risiko an Diabetes zu erkranken um bis zu 7% senken kann. Nummer 5. Schützt vor Übergewicht und hilft beim Abnehmen. Als Begleiter bei einer Diät scheint grüner Tee sehr gut geeignet zu sein. Eine über 12 Wochen durchgeführte Studie zeigt eine deutliche Reduktion des Körperfetts, Körpergewichts und Bauchumfangs in der Grünteegruppe. Als Grund hierfür vermuten die Wissenschaftler die hohe Katechinzufuhr. Trinkst du grünen Tee? Findest du unsere Tipps gut oder schlecht? Welche Tipps und Tricks rund um Teesorten hast du noch so für unsere Community? Antworte uns in den Kommentaren, lass uns ein Abo da und aktiviere unbedingt die goldene Glocke, damit du in Zukunft auch keines unserer zahlreichen Videos verpasst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen nach oben da, denn so unterstützt du uns dabei, in Zukunft noch viele weitere tolle Videos hochladen zu können. Schau am besten auch sofort bei unserem neuen Kanal Blissbow vorbei, wo wir jede Woche eine Vielzahl an abwechslungsreichen und interessanten DIY- und Lifehack-Videos hochladen. Das war's für heute bei Schrittanleitungen. Wir hoffen natürlich, das Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und noch einen phänomenalen Tag.